Liebe Schwestern und Brüder, zwei Wunderheilungen zusammengefasst in einem kompakten Evangelium. Der Evangelist Matthäus hat uns diese acht Verse aufgeschrieben. Markus braucht etwas länger für die gleichen beiden Wunder. Wir haben das am vorletzten Sonntag schon gehört. Aber es geht in beiden Evangelien natürlich um das Gleiche. Zweimal heilt Jesus und zweimal ist vom Glauben die Rede. Hab keine Angst, dein Glaube hat dich gerettet. Das Wort Jesu an die blutflüssige Frau. Und schließlich der Glaube des Synagogenvorstehers. Der Glaube an sich hat keine magische, heilende Fähigkeit. Wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet oder auf den Glauben des Synagogenvorstehers verweist, dann geht es darum, dass unser Glaube ja sich vor allen Dingen darin realisiert, dass wir glauben, dass Gott alle Macht hat, dass Gott alles kann, dass Gott das Unmögliche kann, so wie es in der Episode von der Menschwerdung, dem Besuch des Engels bei Maria heißt, für Gott ist nichts unmöglich. Wer glaubt, ist sich eben nicht der eigenen Stärke bewusst, sondern der eigenen Schwachheit. Der Glaubende traut Gott alles zu. Das ist der Grund, warum Jesus im Rahmen dieser Zeichen, dieser Wunder auf den Glauben verweist. Ein Glaube, der meint, wenn er nur besonders stark ist, dann muss doch Gott besonders viel tun, der wird schnell zu einer Art falschem Handel. Das ist nicht das, was Gott von uns Menschen möchte. Natürlich möchte er, dass wir glauben, aber glauben im Sinne eines tiefen Vertrauens in seine Macht und nicht in unsere Stärke. Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, auf diese Weise zu glauben und in allem uns seiner Macht anzuvertrauen. Er ist der, der uns immer wieder mit Liebe und Gerechtigkeit umsorgt, der um uns wirbt, wie Gott um das Volk Israel geworben hat, wie der Bräutigam um seine Braut. Der Prophet Hosea hat uns dieses wunderbare Bild geschenkt. Lassen wir uns von Gott umwerben, von seiner Macht, von seiner fürsorgenden Liebe.